Achso, sag jetzt nicht, wir kriegen jetzt das Dungeon-Item. Sag jetzt nicht. Das wäre mega cool. Aber ich glaube nicht, weil... Hä? Das kann doch nicht hier jetzt sein, oder? Überall gibt es einen Zwischenboss. Hier in diesem Dungeon kriegt man das einfach. Howdy Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir das Ranelsteinwerk erreicht, den dritten Dungeon. Und ja, wir befinden uns jetzt direkt da drin und haben im letzten Part auch schon bemerkt, dass man hier die Zeit verändern kann, so wie außerhalb in der Ranel-Wüste. Und ja, ich würde sagen, wir schreiten weiter voran. Der Raum wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Und so, jetzt, ey, die Gegner. Na, wenn die Wii-Fernbedienung da nicht reagiert, hat man echt so ein, ja, so die Arschkarte gezogen, würde ich mal sagen. Und es geht weiter, nicht zu schnell, Link. Was ist das denn hier? Ausweichparcoursus. Wir müssen da rüberkommen. Oh, was ist das denn, Leute, ey? Ohne Witz jetzt. Das finde ich, sowas finde ich zum Beispiel... Ja, es ist keine schlechte Idee, aber irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie... Es fühlt sich manchmal nicht so an wie ein richtiges Zelda, finde ich. Weil irgendwie... Ich weiß es nicht. Manche Sachen sind einfach so untypisch für Zelda-Spiele. Aber manchmal auch wieder natürlich richtig typisch, aber sowas von typisch. So. Gehen wir nun mal weiter nach oben, würde ich sagen. So. Das erstmal kaputt hauen. Und jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen, oder? Ja, super. So, holen wir uns jetzt erstmal die Beere hier. Dann gleich die nächste Beere. Ist ja jetzt nicht allzu schwer, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an... Ja gut, ist schon ein bisschen anders. An den dritten Dungeon, glaube ich, von... Majora's... Ach du Schande, der ist ja viel größer. An Majora's Mask. Da musste man irgendwie doch auf so komische Räder drauf. Irgendwie... Und wenn du das einmal verkackt hast, musstest du wieder von neu anfangen. Daran erinnert mich das irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, aber jetzt können wir hier durch. Ich hoffe mal, wir sind richtig und haben nicht irgendwas verpasst bisher. Wäre ziemlich doof und ziemlich shitty. Ach nee, bitte sei jetzt nicht. Ach, was soll denn das? Was soll denn das? So, erstmal mal wieder alles erkunden, was es hier so gibt. So, erstmal eine Wirbelattacke. Dann hier rüber. Ich glaube, wenn ich das... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn ich das jetzt öffne, deaktiviere, diesen Mechanismus, dass das wieder... okay. Das ist wieder so... wie heißt denn das? Mann, Leute, ich kann mich ja heute so schlecht schon wieder ausdrucken. Ausdrucken, ja, wahrscheinlich. Ausdrücken. Das ist wieder... die alte Form bekommt von diesem Stamm, also dieser blaue Stein, den ich aktiviere. Ja, ihr wisst es schon, was ich meine. Sorry, Leute. Ich bin heute echt ein bisschen durch den Wind. Hä? Ich will aber die Steine jetzt zerbomben. Yo! Was war das denn? Die backt auch kein Stück in der Luft, oder? Nee. So. Wie kommen wir hier jetzt durch? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich glaube, oben lang kommen wir nicht ganz so gut. Hier. Hier lang. So, ich denke mal hier jetzt links, ne? Ja. Warum sind hier so viele Viecher? Kann mir das mal jemand sagen? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Boah. Ja. Wie viel haben die abgezogen? Ein halbes Herz? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Shit. Okay, wir müssen auf jeden Fall dahin. Da ist eine Truhe.
Darauf hätte ich auf jeden Fall Bock auf die Truhe. So. Nee. Kann man nicht hier hoch? Komme ich hier hoch? Nee. Hä? Warum ist hier so eine Achso, oh, bin ich dumm. Komme ich jetzt nicht mehr hoch, Leute? Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Ich komme jetzt... Das ist das, wenn man nicht aufpasst, Leute. Ich, als ob ich hier jetzt nicht mehr hochkomme. Was soll denn die Shade? Da muss ich doch irgendwo hochkommen. Da kommt noch keine... Da. Meine Güte. Mensch, Mensch, Mensch. So. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich da auf den anderen Cube. Oh. Mann. So. Weiter geht's. Ich hoffe mal... Oh, bitte nerv mich jetzt nicht. Stipp, stipp, stipp. Boom. Ach, so soll das eigentlich sein, dass man die dagegen schiebt. Oder gegen drängt. So, aber jetzt will ich erstmal noch die Truhe haben, die ist da vorne, okay. Ach ne, hier war nicht der Stein, den man runterschieben musste, ne? So, ihr seid down. Ha! Dich habe ich ja auch wieder rüber geschubst. Erstmal schiebe ich wahrscheinlich den Stein hier runter, damit ich da auch direkt hochkomme, falls ich da mal vorbeikomme. So. Safety first, würde ich sagen. Und holen uns nochmal direkt die Truhe. Hau jetzt ab, du kleiner Schlawiner. Und holen uns direkt die Truhe, würde ich sagen. Hallo? So. Bitte, das ist bestimmt Schlüssel oder sowas. Ah, ein Geschenk der Göttin ist auch ziemlich gut. Haben wir jetzt zwei, glaube ich, ne? Ja. Uns fehlen auch nur noch drei Sachen. Das ist echt mega gut. Also wir können auf jeden Fall im Wolkenhort, denke ich mal, ein paar Sachen updaten oder upgraden. So, hier hoch. Wo müssen wir jetzt hin? Shit, Leute. Da, ne? Sorry, meine Nase juckt. Wie immer. So. Zack. Hier, friss meine Deku-Kerne oder Deku-Nüsse. Zack. Okay, das hört sich jetzt leicht pervers an. Kommt, ja kommt. Halbes Herz hat er mir schon wieder abgezogen. Mann, Mann, Mann. Oh, sorry Leute. Ich muss mir auch mal einen neuen Popschutz bestellen. Der kippt immer nach unten. Seht ihr das? Der kippt einfach immer nach unten. Was zur Hölle soll das denn jetzt? Was soll das denn? Sag, achso, sag jetzt nicht, wir kriegen jetzt das Dungeon-Item. Sag jetzt nicht. Das wäre mega cool. Aber ich glaube nicht, weil... Hä? Das kann doch nicht hier jetzt sein, oder? Überall gibt es einen Zwischenboss. Hier in diesem Dungeon kriegt man das einfach. Okay, du hast den... Was war das? Zauberkrug? Zauberkrug oder so, ne? Ihr könnt auch gleich mal sehen... Oh, nein, das wollte ich nicht. Mann! Ich wollte es eigentlich einsammeln, sorry, Leute. So, den magischen Krug, so heißt er. Okay, Leute. So. Erstmal werden wir denn... Ja, was werden wir denn erstmal machen? Wir werden dann erstmal diesen Haufen vor der Tür da wegpusten. So. Hau ab, du Kackviech. Hä? Ich dachte jetzt so, wow, gibt's hier irgendwie einen Zwischenboss oder so? Überall gab's doch, es gab doch jedes Mal einen Zwischenboss, oder, bisher? Bin mir gar nicht sicher, Leute. Schreibt's mal in die Kommentare, ich weiß nicht, ob es Zwischenbosse überall gab. Dann können wir das ja wahrscheinlich auch wegpusten. Come back. Ich finde, das ist ein lustiges Item. Es ist zwar nicht... Dolle zu gebrauchen in dem Spiel, aber ich weiß nicht, ich find's cool. Ich mag das irgendwie. So, jetzt sind wir, glaube ich, hier oben. Ja, genau. Hä? Muss ich das nochmal nach hier? Hä?
Was ist denn nun los? Ach so, ich muss das hier wegschieben. Ah. Mann, Mann, Mann. Ja, bloß nicht runterspringen, Link. Dann muss ich wieder nach oben. Und das nochmal über die Treppe. Da hätte ich auch jetzt echt keinen Bock drauf. Okay, ich glaube, dann können wir in den alten Raum wieder. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es auf jeden Fall sehen. So, an dir vorbei. Du nervst eh nur. Was ist, wenn ich den... Oh, dann verliert er seine Elektrizität. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt nur so war oder dass es immer so ist, dass er das verliert. Okay, wir haben auf jeden Fall schon wieder 10 Minuten auf dem Kasten. Der Part wird nicht allzu lang schon wieder. Wie schon gesagt, ich habe nicht allzu viel Zeit. Aber der Part kann schon ein bisschen länger gehen als der vorige. So, jetzt werden wir erstmal gucken. Was ist denn hier los? Nervt doch nicht. Warum muss ich denn den bitteschön hier rausholen? Gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwie einen Schalter oder sowas? Ne, gibt's nicht mal. Hä? Es hat doch nicht mal was gebracht, oder? Oh, doch. Glück gehabt, Leute. Man muss schon ein Fuchs sein, ne? Man muss schon ein Fuchs sein in diesem Spiel. So, Schwert erstmal wegpacken. Und auf den Schalter. So, 3, 2, 1. Super. Okay, auf geht's in den nächsten Raum, würde ich sagen, Leute. Wir haben eigentlich schon ganz schön viel geschafft, würde ich sagen. Oder? Drei Räume. Oha. Aber irgendwie finde ich immer, dass die Räume so riesig aussehen, dadurch, dass hier überall Sand ist. Kann ich hier jetzt auch so wegblasen? Geil! Was für ein cooles Item, Leute. Was ist das denn hier? Warum sieht die Insel so komisch aus? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Kann man damit irgendwas machen? Oder muss ich irgendwie zurück und das hier weg... Ich denke mal, das habe ich jetzt umsonst getan, weil hier eh nichts sein wird. Aber Sicherheit geht vor, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, die kann ich denn so wegpusten. Kann ich damit mich irgendwie so wegpusten? Oh. Oh, nerv doch nicht, du blöder Skorpion. So, oh, ich dachte schon. Aber das schaffe ich jetzt, ne? Das müsste ich ja jetzt schaffen eigentlich. So, hau ab jetzt. Du nerviges Viech. Ja, das schaffe ich. Easy. So, die habe ich jetzt alle erstmal besiegt. So, muss ich jetzt lang? Da lang, ne? Geradeaus direkt. Okay. Hole ich erstmal nochmal den Krug raus. So, tschakka, tschakka. So, den weg. Kriegen wir nochmal... Alter, wie viel Glibber wir jetzt schon haben. Haben müssten. Sag ich mal. Ist das da oben ein Windrad? Ah, es geht aber nicht. Warum nicht? Hau ab. Verbiege dich, du kleine Schnepfe. Oh, fuck, 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 fuck. Ja. Nein, nein. Oh, Alter. Meine Fresse, war das knapp, Leute. Okay. Jetzt erstmal diesen riesen Berg hier wegblasen. Ah, okay, dann wird der Raum auf jeden Fall... Erstmal mit den Schalter aktiviert und jetzt. Ah, nein. Was ist das denn für ein Ding? Ach du Scheiße, wie geil sieht das denn aus? Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber es könnte sein, dass das mein Lieblingsdungeon wird. Ohne Witz. Es sieht einfach geil aus. Es sieht echt mega aus, finde ich. Meiner Meinung nach. So. Erstmal pusten wir das hier auf. Habe ich natürlich gut gesehen. Aber echt, ich finde das viel anspruchsvoller als manch anderes Zelda-Spiel auch. Irgendwie die Rätsel. Ich weiß nicht, ich hatte auch, glaube ich, mal eine Zeit lang das Spiel nicht mehr angerührt, als ich einmal eine Zeit lang nicht weiterkam. Und da
kam ich nämlich auf irgendein Rätsel nicht. Ich weiß aber nicht mehr was. Das war auch mal bei The Wind Waker so, nachdem ich die ganzen Dungeons hatte, so den C4-Temp. Was macht der denn jetzt? Junge, was ist mit dir denn los? Kann ich dich irgendwie abpusten oder so? Du nervst mich. Ein wenig. Ein Werner. Zack. Hä? Was ist das denn für ein Geräusch? What? Der kann... Yo. Was bist du für ein Monster? Kann ich den irgendwie abschießen? Ich kann den nicht besiegen, oder? Kann ich den irgendwie besiegen mit irgendwas? Nö. Geht nicht. Geht einfach nicht. Ho, ich dachte gerade, das schaffe ich nicht. So, die Truhe wollen wir auf jeden Fall haben. Die kriege ich natürlich auch. Easy, Leute. Easy. Okay, wir haben 15 Minuten. Oh, wir haben nochmal ein Monsterhorn, nochmal ein Item, um unsere Items abzugraden. Davon haben wir auch schon mehrere. Super, es läuft. Yo! Wie er mich einfach in der Luft getroffen hat. Boah, ich wollte gerade sagen. So. Ja, Leute, ja, Fai, ich weiß, ich habe nicht mehr allzu viele Herzen. Aber ich habe ja noch einen roten Trank, den ich noch gleich benutzen kann. Werde ich auch gleich tun. Aber erstmal hole ich mir jetzt nochmal die Herzen. Warum sind hier nicht zwei Herzen drin? Die hätten ja auch mal denken können, dass ich nicht allzu viel hier reiße. Hä? Ey, das war fies. Das war jetzt Betrug. Das war Betrug. Das war C-Trug. C-Trug-Tendo. Oh. So. Mann, Mann, Mann. Ey, der Dungeon, der ver... Achso, weil ich aufgehört habe zu pusten. Der verlangt schon sehr viel ab, finde ich. So. Ab hinein. Hinein in die gute Stube. Oh, hier sind schon wieder die Viecher. Wie viele Herzen habe ich? Sag mir, wie viele Herzen habe ich? Oh. So, erstmal die ganzen Herzen auffüllen. Ich weiß, war jetzt wahrscheinlich unnötig, aber ich mach's lieber, bevor ich noch hier drauf gehe. So, den haben wir schon mal. Ich weiß, jetzt war ich ein bisschen angespannt. Spannend. Hey, jetzt komm her, letzter Kopf, ne? Mann. Ey, den hätte ich jetzt auch noch treffen können. So, danke. Was ist er? Achso, er ist ein normales. Achso, das muss ich erstmal aktivieren, irgendeinen Schalter hier. Ey, das gibt's nicht. Ich muss ihn jetzt nicht nach da ganz hinten schieben, oder? Ernsthaft? Achso, nee, hä? Doch, muss ich. Ey, du wolltest mich gerade nicht pranken, ne? Willst du mich pranken? So. Gibt's hier noch vielleicht ein paar Herzen? Ja, super. Okay, Leute, ich würde auch schon mal sagen, dass sich der Part dem Ende neigt. Und falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer ein Like droppen und mich abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich denke mal, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen, dann habe ich jetzt endlich auch mal diesen hässlichen Block hier verschoben. Einfach so einstecken, die Bomben. Das mache ich auch jeden Tag. Und ja, Leute. Vergesst nicht, den Part zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.